Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2, Anmeldung der Schulneulinge für das Schuljahr 2018-2019. Gibt es Worte? Sehr geehrter Herr Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, nach unserer langen Beratung haben wir beschlossen, für kommende Schuljahr für die katholische Grundschule Franziskus einen Einzug zu genehmigen, gleichzeitig mit einer Verbindung, dass wir die Verwaltung beauftragen, dass sie dafür sorgen, Adolf Klarenbach auch zweizügig an ihrem Standort ihre Schulleben weiterführen können. Das war's? Okay, vielen Dank. Dann bitte Frau Neff dazu bitte. Ja, danke schön, aber bevor ich zu meinem Statement komme, hätte ich eine Frage. Kann man denn einen aktuellen Schülerstand, Schülerzahlen von heute sozusagen für die Adolf-Klarenbach-Schule geben? Wir haben auch für euch die Zahlen alle nochmal abgefragt. Und bei Adolf-Klarenbach, die sind Schüler verloren gegangen, die haben aktuell 28 Schüler, Stand heute. Irgendwann stehen wieder aus dem Publikum. Wenn die Leitung da ist und sich was geändert hat zum Stand heute Morgen. Also ich habe die aktuelle Zahl 28 für Adolf Klarenbach auch heute gemeldet. Vielen Dank. Also normalerweise sind Zuschauer oder Zuhörer ja nicht vorgesehen als Teilnehmer der Sitzung. In diesem Fall, Frau Boder, ist das richtig? Ich habe meine Brille nicht auf, deswegen frage ich. Entschuldigung. Die Schulleitung, bitte, Sie dürfen gerne sprechen. Eltern ein Kind an der Waldorfschule angenommen worden. Wir haben aber keine Abmeldung von den Eltern bekommen. Und wir haben eben einen Wunsch nach Rückstellung, aber auch da ist noch keine absolute Entscheidung gefallen worden. Also so zurzeit ist mein Stand noch 30 mit der Waldorf-Geschichte dann auf 29 aktuell. Dafür ist am Goldenberg aber ein Kind dazugekommen. Herr Schmidt. Sie müssen uns eine Sache dabei klären. Sie haben ja eben gesagt, Sie werden zustimmen, was ich nach langer und intensiver Beratung auch sehr glücklich finde, aber ich verstehe Ihren Zusatz nicht, weil Sie wollen die Verwaltung beauftragen, sich dafür einzusetzen, dass die Schule, die Sie eben angesprochen haben, auch in Zukunft zweizügig bleibt. Das ist auch möglich, das möchten wir auch. Nur wie kann eine Verwaltung beauftragt werden, das durchzusetzen? Das hat ja immer noch was mit Anmeldezahlen zu tun. Es geht mir dann nur um den Inhalt, wie Sie sich das vorstellen. Also eine Anfrage muss ja auch durch diesen Leben erfüllt werden, wenn Sie uns das eben nochmal erklären können. Vielen Dank. Herr Schau, hatten Sie sich gemeldet? Da? Nicht Herr Schau. Dann, wenn Sie möchte, möchte Sie nicht. Ja, Sie haben sich ja bestimmt Gedanken dazu gemacht. Natürlich haben wir Gedanken dazu gemacht und wir haben ja auch ein Beratungsgespräch mit der Verwaltung geführt. Und hiermit ist unsere Beauftragung weiterhin aufrechtzuerhalten, weil Adolf Klarenbach ist ein gemeinsamer Lernen anbietende Schule. Und dafür muss es halt von der Verwaltung Bemühungen geben, weil wir gehen davon aus, dass der Schülerbewegung noch stattfinden wird, dass die Eltern so beraten werden, dass sie dann auch adäquat in Anspruch beraten. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn es gelingen würde, dass in der Adolf-Klarenbach-Schule die Zweizügigkeit erhalten bleibt. Aber ich habe die Diskussion in der letzten Sitzung so verstanden, dass unter 15 Klassenfrequenz nichts mehr passieren kann, dass das die gesetzliche Grundlage ist und deswegen ist das natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation für die Adolf-Klarenbach-Schule. Umso erfreulicher ist die Situation für die Franziskus-Schule, die ja jetzt das letzte Mal, das muss man vielleicht auch betonen, wie die Verwaltungsvorlage das vorsieht, jetzt zweizügig in das neue Schuljahr starten können wird. Da freue ich mich für die Franziskus-Schule und ich gucke halt so mit sehr viel Sorge auf die Adolf-Klarenbach-Schule und hoffe, dass es noch gelingt, zwei Klassen zu bilden. Wenn das möglich wäre, würden wir uns sehr darüber freuen. Wenn es nicht möglich ist, dann müssen wir uns natürlich auch als Schulausschuss dieser Stadt an Recht und Gesetz halten. Also wir würden in dem Sinne der Verwaltungsvorlage auch zustimmen. Ja. Also so wie es jetzt aussieht, scheint es ja so zu sein, dass in Adolf-Klarenbach nur eine Klasse gebildet wird. Das finde ich
nicht nur schade, ich finde es pädagogisch nicht sinnvoll, das muss ich einfach nochmal sagen, besonders weil es ja hier darum geht, auch Kinder mit Förderbedarf zu unterrichten. Da halte ich auch 28 für eine große, viel zu große Zahl. Die Frau Feld hat schon ganz richtig gesagt, ich weiß, dass wir uns an welchem Gesetz halten müssen. Ich bin auch der Meinung, dass im Fall, wenn wir nicht zustimmen würden, dass die katholische Franziskusschule einen Zug dieses Jahr mehr bekommt, 16 Eltern sich umorientieren müssen. Das halte ich auch für keine gute Idee. Ich sage es hier nochmal, ich werde auch der Vorlage zustimmen, aber mit sehr großen Bauchschmerzen, weil ich weiß, dass das eine pädagogisch wirklich fragwürdige Geschichte ist, wenn man so große Klassen mit Kindern mit Förderbedarf, das sage ich immer mal ganz deutlich, führen muss. Verständlich, aber es gibt eben Grenzen, die sind doch zum Teil schon in Ihren Wortbeiträgen genannt worden, über die wir uns einfach nicht hinwegsetzen können. Das ist die Untergrenze von 15 Schulkindern pro Klasse und das ist eben landesgesetzlich festgelegt und es wird nicht so sein, dass tatsächlich Klassen mit weniger als 15 Schülern entstehen. Insofern ist das Anmeldeverhalten von Eltern, und Sie sehen ja, das ist tagesaktuell noch beweglich, das kann auf 30 wieder gehen, das kann auf über 30 gehen, das kann auch die 30 unterschreiten. Da haben wir am Ende das Gesetz zu achten, wir haben auch keine Einflussmöglichkeit. Und das ist nun mal auch der Zustand. Wir haben uns diese Anmeldezahlen, die mit Sicherheit schwierig sind, aus verschiedenen Blickwinkeln nicht gewünscht, aber die sind nun mal an. Auch wir stimmen der Vorlage zu, dass die pädagogische Schiene die eine ist, die Gesetze die andere haben wir ausreichend diskutiert. Wir können jetzt nur hoffen, dass immer noch wieder Eltern, wie auch immer, es schaffen, sich oder schaffen es, ihr Kind an dieser Schule anzumelden, sodass wir dann eine Zweizügigkeit hinbekommen. Da wir hier genau an der Grenze, ich sag mal im wahrsten Sinne des Wortes, rumeiern, kann das natürlich ohne weiteres noch passieren. Also es ist ein völlig, ich empfinde es in der Luft schwebende Situation, wo wir einfach gucken müssen und das kann sich bis zum ersten Schultag des neuen Schuljahres hinziehen, dass sowas passieren kann. Ja, wir werden der Vorlage zustimmen, aber ich möchte den Auftrag der SPD-Fraktion unterstützen, dass die Verwaltung in ihren Möglichkeiten alles tut, gerade in dem noch offenen Anmeldeverfahren. Also diese Zappelei, hat sich ja nicht so bewahrheitet, in dem noch offenen Anmeldeverfahren alles zu tun, um eine zweite Klassenbildung in Adolf-Klarenbach zu ermöglichen. Ja, sehr geehrter Vorsitzender, meine Damen und Herren, natürlich stimmt die CDU-Fraktion auch dieser Vorlage zu. Ich möchte aber nochmal an Frau Bodenstedt und Frau Ackermann appellieren, das ist nicht die Aufgabe der Verwaltung, dafür proaktiv und aktiv zu sorgen, dass eine Schule eine gewisse Zügigkeit oder die Eltern hin und her geschickt werden. Das ist nicht die Aufgabe. Wir haben auch nicht das Recht, die Verwaltung damit zu beauftragen. Das können wir überhaupt gar nicht. Wir können einen Appell schicken hier raus aus dem Sitzungszimmer. Das können wir tun. Ein Appell von mir aus oder eine Notiz im Protokoll auch. Aber nicht um eine Veränderung des Beschlussvorschlags. So habe ich das jetzt nicht verstanden. Jede Fraktion kann natürlich ihre Meinung protokollieren lassen. Das ist selbstverständlich. Also so habe ich jetzt Ihre Wortmeldung, Frau Bodenstedt, aber auch Ihre Wortmeldung, Frau Ackermann, verstanden. Wenn ich Sie falsch verstanden haben sollte, dann sprechen Sie bitte jetzt. Okay. Das ist nicht der Fall. Am Schluss aufrufen. Die Frage, wer stimmt gegen den Beschluss? Niemand, enthält sich jemand? Auch nicht der Fall. Somit einstimmig beschlossen. Ja, das war's auch schon. Herzlichen Dank. Sitzung ist geschlossen. Die Kurzfassung ist, dass die Dependance der katholischen Grundschule Franziskus tatsächlich um eine Zügigkeit erhöht wird, einmal, und zwar für das kommende Schuljahr. Und danach sind die räumlichen Kapazitäten tatsächlich auch erschöpft. Insofern werden die der Eltern, die ihre Kinder dort angemeldet haben, tatsächlich auch berücksichtigt. Und wir wissen noch nicht, ob an der anderen Schule in dem Vorort Adolf-Klarenbach tatsächlich auch zwei Klassen entstehen können oder eben eine Klasse mit entsprechend einer großen Schüleranzahl. Und das ist heute letztendlich beschlossen worden, dass diese Möglichkeit in der Dependance von Franziskus tatsächlich auch eröffnet. Also rein theoretisch, wenn sich jetzt noch zwei Eltern anmelden würden für ihre Kinder,
dann wären es zwei. Wenn die Anzahl von 30 erfüllt wird, dann sind es zwei Klassen, das hoffe ich sehr. Das ist wichtig für die weitere Entwicklung dieser sehr guten Schule. Aber wir haben im Schulgesetz, nicht insbesondere durch die Landesgesetzgebung, Klassenuntergrenzen zu achten und da hat man letztendlich auch keine Möglichkeit, Veränderungen zu erzeugen.
Die Kurzfassung ist, dass die Dépendance der katholischen Grundschule Franziskus tatsächlich um eine Zügigkeit erhöht wird, einmal, und zwar für das kommende Schuljahr. Und danach sind die räumlichen Kapazitäten tatsächlich auch erschöpft. Insofern werden die der Elternwillen der Eltern, die ihre Kinder dort angemeldet haben, tatsächlich auch berücksichtigt. Und wir wissen noch nicht, ob an der anderen Schule in dem Vorort Adolf Klarenbach tatsächlich auch zwei Klassen entstehen können oder eben eine Klasse mit entsprechend einer großen Schüleranzahl. Und das ist heute letztendlich beschlossen worden, dass diese Möglichkeit in der Dépendance von Franziskus tatsächlich auch eröffnet. Also rein theoretisch, wenn sich jetzt noch zwei Eltern anmelden würden für ihre Kinder, dann wären es zwei. Wenn die Anzahl von 30 erfüllt wird, dann sind es zwei Klassen, das hoffe ich sehr. Das ist wichtig für die weitere Entwicklung dieser sehr guten Schule. Aber wir haben im Schulgesetz, nicht insbesondere durch die Landesgesetzgebung, Klassenuntergrenzen zu achten. Und da hat man letztendlich auch keine Möglichkeit, Veränderungen zu erzeugen. Wunderbar. Dankeschön.